Vor ein paar Tagen, da hatte die Ampelregierung ja eine 1.000-Euro-Zahlung für Bürgergeldempfänger beschlossen, die mindestens ein Jahr lang arbeiten. Doch dann, nach Bekanntgeben, gab es massive Kritik an diesem Vorhaben. Die SPD schiebt die Verantwortung nun auf Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck. Dieser habe die Prämie gewollt. Bedenken werden nämlich nun auch von Seiten der Grünen und der FDP geäußert. Auch die Bundesagentur für Arbeit lehnt die Zahlung ab. Man habe bereits bestehende Instrumente, um Langzeitarbeitslose dazu zu motivieren, einen Job aufzunehmen, heißt es.